Nächste Rednerin, Martina Diesner-Weiß, eine Bäuerin aus Schrems im Waldviertel, ÖVP, wird die Debatte zum grünen Bericht beenden. Herr Bundesminister, meine Damen und Herren im Nationalrat. Herr Kollege Köck, ich bin froh, dass wir eine andere Bundesministerin haben, denn bei Ihnen, glaube ich, wäre die Landwirtschaft nicht in guten Händen. Aber nun zum grünen Bericht. Es gibt eine geringe Steigerung von 1,4%. Das ist ja sehr positiv. Aber wenn man genauer hinsieht, gibt es viele Bereiche, wo es auch Einkommensverluste gibt. So komme ich aus dem Waldviertel und da gab es gerade bei den Kartoffelbauern und bei den rinderhaltenden Betrieben Verluste. Denn wir sind auch im Berg- und benachteiligten Gebiet und da ist gerade die 1er- und 2er-Stufe jene, die höhere Einkommensverluste hat. Und wir haben es auch heute schon gehört. Das muss natürlich auch in der künftigen Agrarpolitik, die wir jetzt auch verhandeln, die gab, ihr Zeichen finden. Und die Frau Minister hat es auch schon angesprochen, dass die Berg- und benachteiligten Gebiete hier eine Erhöhung bekommen sollen. Ja, die Landwirtschaft hat den Arbeitsplatz in der freien Natur und natürlich spürt man hier den Klimawandel schon zuerst und so konnten wir auch die Waldviertler Forstwirte in diesem Zeitraum durch die extreme Trockenheit natürlich verbunden, dass sich der Borkenkäfer hier verstärkt ausgebreitet hat und hier wurden sehr viele Familienbetriebe, wurde die Erwerbsgrundlage für eine Generation genommen und die Holzpreise waren natürlich total im Keller. Und daher ist es, glaube ich, auch für die Zukunft undenkbar, dass es die erneuerbare Energie auch weiter gibt aus der Biomasse. Und der Waldfonds war eine wichtige Abfederung. Dafür herzlichen Dank, Frau Minister und auch der Kammer, denn das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache in dieser Situation. Die Situation bei den landwirtschaftlichen Einkommen bleibt sehr angespannt. Das ist deswegen, denn die Betriebsmittel, ob das jetzt der Tierarzt ist, der Dünger, der Treibstoff oder alles andere, sind sehr hoch. Die Einkommen stagnieren und daher ist die Situation auch in Zukunft schwierig. Neiddebatten und Kürzungsfantasien haben hier natürlich keinen Anlass und auch die ganzen Rabattschlachten und wettbewerbsverzerrenden Importe sind hier nicht mehr für die Zukunft angedacht. Die Land- und Forstwirtschaft erhält und pflegt 6 Millionen Hektar Wiesen, Äcker und Wald. Und das sind 70% der Fläche in Österreich. Und ich glaube, dafür können wir sehr stolz sein und unseren Bäuerinnen und Bauern danken für ihre tägliche Arbeit dahingehend. Und wir können sie am besten unterstützen, indem wir unser Kaufverhalten regional setzen, das besonders zu Weihnachten. Und damit möchte ich Ihnen und allen ein schönes und frohes Weihnachtsfest wünschen. Mit Martina Diesner-Weiß ist die Debatte zum grünen Bericht 2021 beendet. Das ist nicht der Fall. Wie vereinbart verlege ich die Abstimmung.